Checkt gerne meinen Shop aus für die neuen Nice-Sachen und die Camouflage-Sachen. Link ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Gratis Autogrammkarte und gratis Tasse gibt es ab sofort zu jeder Bestellung dazu. Also gerne abchecken. Heute gibt es die nächste Würfel-Footwork-Challenge. Wir versuchen natürlich den ein oder anderen Team auf die an den Start zu bekommen. Und schauen wir dann, ob wir einen erwürfeln können hier, Leute. Lasst gerne Like, lasst gerne Abo oder wie immer, falls ihr nicht immer dieses habt. Gerne kostenlos abonnieren und die Glocke aktivieren, um kein Video mehr zu verpassen. Ich kann euch sagen, Leute, es war heute mit dem Würfel das ein oder andere Mal ein relativ knappes Ding. Ja, so knapp war es, glaube ich, noch nie beim Würfeln. Ihr werdet es gleich sehen, Leute. Mehr will ich zu der Situation auch nicht sagen, Leute. Ich würde sagen, wir starten direkt. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann geht es auch schon direkt los. Ab geht's. So, ab geht's mit der 3-4-3. Come on. Hau einen guten Spieler raus. Was sind das für Captains, Bruder? Na egal, ist eigentlich scheißegal, wenn ich da würfle. Ich habe irgendwie auf ein, ja, Team of Deal gehofft. Aber, Bruder, das... Oh, scheiße, meine Bettdecke hängt dir noch komplett im Weg. Es ist eine 1. Wir machen das Ganze mal so, Digga, können wir besser würfeln. Eine 1 ist es. Saul. Guero wäre okay gewesen. Saul ist in Ordnung, Mann, aber gut ist was anderes. Ohne Scheiß. Oh, Costa. Vitolo wäre perfekt, wird natürlich perfekt linken, aber wir nehmen Douglas Costa mit, Leute. Wie immer, ihr kennt es, checkt noch gerne meinen Shop aus. Wenn ihr Lust habt auf die Nice Designs, ihr wisst es, als T-Shirt und als Pullover gibt es in diesem Design. Und so gibt es das Ganze auch noch als T-Shirt, als Pullover und noch vieles mehr. Checkt es aus, Leute. Link ist wie immer als erstes oben in der Beschreibung verlinkt. Ihr wisst Bescheid, gratis Autogrammkarte gibt es dazu. 10 Stück sind wie immer limitiert. Es gibt noch ein paar davon von diesen limitierten. Meldet euch, wenn ihr eine davon zufällig bei eurer Bestellung dabei habt, bei der E-Mail oder... nicht bei der E-Mail. Genau, doch bei der E-Mail. Digga, was laber ich? Meldet euch bei der E-Mail, die hinten drauf steht, so rum. Und ich schicke euch dann noch ein Paket, gratis Überraschungspaket aus meinem Shop zu. Also gerne abchecken. Vielen, vielen Dank da an jeden, der mich da unterstützt. Wir machen weiter im rechten Mittelfeld. Oh, pink wird der. James. Okocha. Aber wir müssen die pinken leider würfeln. Das heißt, bitte eine 4 oder eine 6. Let's go. Come on. Ah, Digga, nicht. Boah. Nein, Digga, das hätte eine 6 werden können, Alter. Das war zwischenzeitlich ganz kurz auf einer 6. Man hat es gar nicht gesehen. Bruder, muss los. Aber es war nur eine 2. Nein, Digga. Scheiße, man hat es gar nicht gesehen, aber egal. Ihr wisst schon, Alter. Naja, eine 2. Digga, wahrscheinlich. Boah, Bruder, Tauwar. Scheiß die Wand an, Alter. Ist das wieder broke? Oh mein Gott, ey. Na, okay, weiter geht's. Innenverteidiger schon wieder pink. Bruder, was ist hier los? Schon wieder ein Icon. Desai, schon wieder der vierte. Digga, jetzt brauchen wir mal eine 4. Okay, jetzt muss ich mal vernünftig würfeln. Nicht wieder, dass die Scheiße da runter geht. Oh mein Gott, Digga, eine 3. Och, komm, Alter. Manolas. Oh, das ist ja hier eine 4 gewesen. Eine Zahl daneben. Warum kommen die ganzen Pinken jetzt eigentlich hier direkt hinterher? Direkt hintereinander. Alle Pinken. Oh, läuft auf jeden Fall. Manolas nehmen wir mit. Okay, nächster Innenverteidiger. Dann würde ich sagen, können wir danach mal Torhüter und dann Stürmer. Piqué haben wir im Start. Okay, Piqué ist mal nice. Manolas passt natürlich auch gar nicht rein. Okay, komm, wir machen erstmal... Ja, oh, schon wieder pink. Was ist hier los, Mann? Wie viele Pink habe ich jetzt schon gehabt, Mann? Ich glaube, 3 oder so? Ich weiß nicht. Okay, Sergio Ramos wäre perfekt für Piqué. Das heißt, eine 2... Azpilicueta würde auch noch gehen. Eine 2 wäre nice, eine 1 wäre okay. Ja, der Rest wäre eigentlich broke, also von daher... Let's go. Bitte eine 1, eine 2 oder eine 6. Ja, natürlich ist eine 3, sieht man es. Ja, man sieht es. Oder natürlich ist es wieder eine 3. Koulibaly. Ey, der passt wirklich am wahrscheinlich wenigsten rein. Wieder eine Zahl. Wieder genau eine Zahl neben dem Wunschspieler. Ey, wie knapp ist es heute? So knapp. Haben wir noch nie vorbeigewürfelt wie heute. Zweimal jetzt schon. Danke dafür. Okay, Koulibaly. Okay, linkt immerhin Douglas Costa, aber puh, das war es dann auch. Naja, egal. ZM, Kondogbia, Milinkovic. Wir kriegen hier viele... Der Ligaspieler gerade. Oh, Serie A-Spieler. Heißt jetzt die Frage, Kondogbia oder Milinkovic? Ich glaube, wir nehmen Kondogbia mit. Der linkt nämlich auch noch Tauwar. Also, ob das jetzt im Endeffekt besser ist, weiß ich nicht. Aber wir machen es erstmal so. Donnarumma als 84er. Gibt's. Okay, der linkt natürlich beide. Okay, nehmen wir Donnarumma mit. Okay, Stürmer. Let's go. Ich glaube, wir können noch eine Pinke bekommen. Wir haben schon relativ viele Pinke am Start jetzt hier bislang. Oh, Ben Yedder ist natürlich nice. Warum kriege ich die ganze Zeit diese Karten hier? Ey, die sind komplett häufig am Start hier gerade. Ja, okay, es bringen alle dasselbe. Das Ding ist, alle haben dasselbe Rating auch noch mehr. Ah, ne, warte mal. Ich glaube, Diego Costa könnte am meisten bringen, weil der halt direkt den Perfect-Link hat zu Saul. Aber Ben Yedder linkt natürlich noch den Perfect.
Aber ich weiß nicht, Mann. Ich glaube, wir nehmen Costa mit. Die haben alle eh dasselbe Rating. Alle auf 86 gewesen. Läuft bei uns. Okay, linker Flügel. Come on, gibt's da... Na... Haha, scheiße, Asensio müssen wir mitnehmen. Der ist halt immer nur 85 rated, ist das Problem. Oder wir nehmen Neymar mit und gehen auf Risiko, komm. Wir nehmen Neymar mit, gehen auf Risiko. Okay, rechter Flügel. Team of the Year, come on, hau einen raus. Ah, natürlich nicht, danke dafür. Aspas, immerhin. Naja, nehmen wir Aspas mit. Okay, 89 Chemie, 87er Bewertung. Geht, klar würde ich sagen. Okay, Reservebank. Bislang gefällt mir das eigentlich, ist okay das Team, gefällt mir ganz gut. Rames nehmen wir mit, 90er rated. Ja, 87er Wertung ist auch stabil, da geht aber noch ein bisschen was. Wir hätten vielleicht besser Asensio mitnehmen sollen, obwohl Asensio hat uns, glaube ich, von Chemie her auch nicht so viel mehr gebracht. Ich glaube, 2 Chemiepunkte mehr oder so. Naja, wäre jetzt auch nicht so fresh gewesen. Dembélé ist ganz nice, glaube ich. Den nehmen wir mal mit. Oder Pedro. Warte mal, wir könnten Pedro vom Ding ins rechte Mittelfeld stellen. Das ist die Frage, Mann. Doch, ich glaube, doch, wir nehmen mal... Na, Digga, wir nehmen mal Pedro erstmal mit. Zack, der kommt erstmal hier und dann machen wir es aber so. Zack, bringt uns auch nicht viel mehr. Ja, 91 immerhin. Ein bisschen mehr hat es schon gebracht. 91 Chemie, vorher waren wir auf 89, ne? Ich glaube, 2 Chemiepunkte hat es gebracht. Naja, ist okay, Mann, geht klar. Okay, wir nehmen Salif Sané mit. Weiter geht's, die letzten 2 Spiele auf der Reservebank. Blaue Animation. Wird Hazard... Griezmann. Hazard auch noch 92, bringt uns auch nicht viel. Griezmann bringt uns auch nicht viel, wir haben unseren Stürmer hier. Obwohl, warte mal, wir könnten eigentlich Griezmann reinstellen, da haben wir einen 91er drin. Sieht fresher aus als Costa hier. Bringt uns 3 Chemie weniger, oh mein Gott, ey. Hätte ich auch Hazard mitnehmen können, ja, absolutes Minusgeschäft mal wieder des Todes gewesen. Grüße gehen raus. Wieder komplette Scheiße gebaut hier gerade. Okay, letzter Reservespieler, let's go. Ich krieg ja nicht Team of the Year, Mann. Ich will mal hier ein Team of the Year haben, Alter. Wo seid ihr? Guedes könnte vielleicht ganz gut werden gleich noch. Den nehmen wir mal mit. Problem ist, wir bräuchten eigentlich noch einen neuen linken Mittelfeldspieler und vom Ding her dann auch noch neuen Innenverteidiger. Und eigentlich, also wir brauchen eigentlich noch einen neuen linken Mittelfeldspieler und neuen, also wir brauchen eigentlich 2 Spieler noch. Das wird eng, ne? Weil sonst kommen wir, glaube ich, nicht auf, ich glaube, sonst wird es schwer auf 100 Chemie zu kommen. 9 Chemiepunkte noch. Naja, müssen wir mal schauen hier. Bellarabi, Pastore. Mayo haben wir noch. Die Mayo ist am Start. Ja, bringt uns nichts, wir nehmen Pastore mit. Okay, die letzten 6 Spieler des Teams. Die werden die ganze Zeit blau, Digga, aber irgendwie kommt hier nichts Heftiges, Mann. Sanchez, okay, bringt uns aber auch nicht viel. 2 high-rated, nice Karte. Bringt uns aber auch gar nichts. William bringt uns genauso wenig. Also ich glaube, das war es hier für unsere linke Seite, weil viel mehr Spieler auf der linken Seite werden wir jetzt nicht bekommen. Das ist das Problem. Das heißt, vom Ding her wird es, glaube ich, bei dieser... Ja, okay, wir könnten, wenn es gut läuft, noch einen linken Mittelfeldspieler bekommen. Wir haben aber wieder 2 Icons, weißt du? Wir haben wieder 2 Icons gehabt und haben wieder beide komplett verkackt beim Würfeln. Meine Fresse, ja, besser kann es nicht laufen, ohne Scheiß. Korea, Banega. Ah, konnte Korea nicht links. War eigentlich sogar letztes Jahr linkes Mittelfeld, jetzt der leider recht ist. Aber warte, der bringt uns, glaube ich, 1 Chemiepunkt mehr. Ja, wir nehmen den mal mit. Ah, ich hätte auch diesen Porto mitnehmen können. Zack, und dann kommt Aspas hier hoch. Dann müsste uns, glaube ich, 1 Chemiepunkt, ja. Richtig saftig, ey. 1 Chemiepunkt noch rausgeholt. Was will man mehr? Ich hätte, glaube ich, lieber diesen Porto mitnehmen müssen. Kann sein, dass der Piqué noch mehr Chemie gebracht hätte. Kann auch sein, dass es gleich geblieben wäre. Ich weiß es gerade nicht. Kann sein, dass es gerade ein bisschen dumm war. Ich weiß nicht, was passiert, wenn ich diesen Porto... Der war halt Spanier noch, ne? Ist mir am Ende aufgefallen, wo ich den anderen schon mitgenommen hatte. Dachte ich so, Bruder, da war doch gerade noch ein Spanier. Hättest du den mal besser mitgenommen? Das war es noch wieder. Bartels. 3 Spiele haben wir noch. Come on. Blaue Animation. Smalling, Pereira, Bellerin. Das wollen wir uns auch nichts. Obwohl, warte mal. Wir haben halt doch... Ja, das Ding ist... Ah, scheiße, ey. Obwohl, warte mal. Wenn wir Smalling mitnehmen oder wir nehmen Bellerin mit, da haben wir halt noch hier wenigstens... Na, das bringt uns alles, glaube ich, auch nichts. Wir nehmen mal Smalling mit. Vielleicht können wir gleich noch irgendwas mit Sanchez hier an den Start bringen. Aber dafür bräuchten wir jetzt noch einen anderen Innenverteidiger aus der Premier League und noch einen Torhüter. Ah, scheiße, Mann. Oder wir nehmen Alex Vidal mit. Dann haben wir Rechtsverteidiger, aber könnte besser sein. Wir probieren es. Komm. Dann brauchen wir jetzt aber, glaube ich, 2 Chemiepunkte. Okay, jetzt brauchen wir, glaube ich, nur noch. Ich glaube, wenn wir jetzt einen La Liga Torhüter bekommen, dann würde das, glaube ich, reichen, oder? Ich meine schon. La Liga Torhüter, come on. Muss doch möglich sein. Fabrizio bringt uns, glaube ich, nicht ganz so viel. Der ist immer in Spanien, aber ich glaube, das bringt uns nicht viel. Wir probieren es trotzdem natürlich. Okay, wir nehmen Fabrizio mal mit. Das bringt uns ja genau gar nichts, glaube ich, oder? Warte mal, Donnarumma raus. Bringt uns genau 0 Chemiepunkte. Sehr nice.
Scheiße, Mann. Ey, Digga, das hat gar nichts gebracht. Das. Ah, warte mal, ich habe eine Idee. War eigentlich komplett minus, aber lassen wir das so machen. Smalling, zack, 96, sehr nice. Und jetzt noch diesen Reddish. Da müssten wir eigentlich auf 100 sein, oder nicht auf... Doch, auf 99. GG, Digga, nice. Okay, 99 Chemie ist am Start. Jetzt nur noch sortieren und dann haben wir doch hier unser 190er. Ach, 190er sag ich schon. Unser Voll-Chemie-Squad, das wollte ich sagen. Aber wir sind nicht mehr auf dem 187er. WTF, Alter, wie schlecht ist unser Team denn? Sag jetzt nicht, wir kommen nicht mehr auf 187 hoch. Oh mein Gott. What? Dein Scheiß Ernst? Oh mein Gott, das ist ein 186er nur. WTF, Mann. Okay, wir haben doch eigentlich voll... Ja, okay, was heißt voll die F-Ding jetzt nicht, aber wir haben schon ein paar gute Spieler am Start. Ah, schade. 186er leider nur, Würfeldraft. Das war's. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Leider kein verdammter Team of the Year. Ey, die sind so selten, Mann. Warum auch immer? Ich weiß es nicht, Mann. Lasst gerne Like, lasst gerne Abo oder wie immer, falls ihr nicht abonniert habt, gerne kostenlos abonnieren und Glocke aktivieren. Kein Video mehr zu verpassen, ihr wisst es. Checkt mir immer noch gerne meinen Shop aus für die nice Designs als T-Shirt, als Pullover in diesem Design und. Warte. So. Gibt es das Ganze natürlich auch noch. Checkt es aus. Link ist oben in der Beschreibung, Leute. Gratis Autogrammkarte. Von mir unterschrieben gibt es wie immer zu jeder Bestellung dazu. 10 Stück davon sind wie immer limitiert. Die haben hier hinten so ein Smiley und eine E-Mail drauf. Wenn ihr eine davon bei eurer Bestellung dabei habt, könnt ihr euch bei der E-Mail melden, hinten drauf steht. Und ich schicke euch dann ein gratis Überraschungspaket aus meinem Shop zu. Checkt es aus. Wir sehen uns morgen wieder, Leute. Haut rein. Heute Abend mal nochmal. Ciao.